Und die haben wir gefunden beim Schlagerspaß mit Andy Borg. Ja, empfehle ich jedem. Da durfte oder musste, ich weiß es nicht, der arme Norbert Rier, das ist einer von den Kastelruther Spatzen, der musste antreten für ein Spiel. Und zwar, der musste erraten, was das Publikum singt. Ja, oder versucht zu singen. Und da hatte ich auch meine Schwierigkeiten. Okay. Seid ihr bereit? Ja. Sie zu Hause können ruhig auch mitsingen. Weil der Norbert schaut auf ihre Lippen, dann erkennt er das. Also, wir singen den Titel, den uns die Alma gerade gezeigt hat. 3, 4. La la la, la la la, la la la, la. Irgendeiner. Aber das Schöne ist, Herr Rier, wissen Sie, an wen mich Herr Rier in dieser Situation erinnert? Können Sie, das war aus einer alten Sendung. Da hatten wir so einen General. Hier. 1:1 der Bruder, in exakt derselben Situation. Ich finde es ja eigentlich nur fair, wenn das Publikum mal zurückjaulen darf. Dann merken diese Schlagerfuzzis, was sie uns jede Woche antun. Ja, klingt trotzdem immer noch besser als Carsten Maschmeyer, aber ist eine andere Geschichte. Richtig was los ist natürlich auch bei der Darts-WM. Die läuft im Moment. Wer schaut's? Ne, ist geil, weil es ist auch einer von unseren Kölschen Jungen dabei. Der Patrick Hempel tritt an. Yes! Und der sorgt für eine mega Stimmung, auf jeden Fall in seiner Stammkneipung. Kneipung, ja? Das Wort kennen Sie noch nicht, das habe ich gerade erfunden. Und das werden Sie jetzt nur noch verwenden. In seiner Stammkneipung ist die Stimmung sogar so gut, dass einer der Gäste ein neues Wort dafür erfunden hat. Zur WM ist die Kneipe hier aus allen Federn gefallen. Die Leute standen auf dem Tisch und die waren am Feiern. Also, das war schon top. Wer kennt sich? Wer kennt sich? Aus allen Federn fallen. Das ist ja sogar noch mehr als ein Wort. Das ist ein Spruch, ne? Aus allen Federn fallen. Kennt doch jeder, aus allen Federn fallen. Kennt jeder, ne? Ich kann es nicht. Ich kenn's halt nach dem Glühwein trinken, dann falle ich morgens aus den Federn. Oder er wollte sagen, er ist aus den Wolken gefallen, aber das passt ja nicht. Und aus den Nähten platzen hat er jetzt gar nicht gesagt. Also wie kommen Federn da rein? Ich verstehe es mit den Federn nicht. Es könnte natürlich sein, dass die Kneipe aussieht wie ein riesiges Huhn und es war so voll, dass sie aus den Federn gefallen sind. Dann würde ich mich aber wieder fragen, hast du Terpentin geschnüffelt? Ganz andere Geschichte. Gut, lassen wir das. Neben Fußball und Dart ist natürlich auch der Deutschen liebster Sport was ganz anderes. Was ist der Lieblingssport? Richtig, Angeln. Angeln? Ja, wusste ich auch nicht. Und da gibt es eine wundervolle Sendung im NDR, die da heißt Rute raus, der Spaß beginnt. Das ist kein Blödsinn. Die heißt so. Im NDR meinte ein Redakteur, die nennen wir Rute raus, der Spaß beginnt. Und ich bin der Meinung, ich habe schon mal einen Porno gesehen, der genauso heißt. Oder davon gelesen. Angeln, der Sex des alten weißen Mannes. Ja. So, und da sprechen halt passionierte Fischer über ihre Liebe zum Sport. Oh, Horst. Gibt es was Schöneres, als so in den Sonnenaufgang reinzuwerfen? Ja. Was denn? Schön zu Hause Kaffeetasse trinken. Rute raus, der Spaß beginnt. Kannst du dir was Schöneres vorstellen? Mir fallen 50, 60, mir fallen unendlich viele Dinge ein, die ich lieber machen würde. Aber er, was sagt Horst? Schöne Kaffeetasse trinken. Das fällt einem so nicht auf, ne? Aber was ist bitte eine Kaffeetasse? Haben Sie auch manchmal morgens die Kaffee voll? Was ist eine Kaffeetasse? Ist das sowas wie ein Teeglas? Oder ein Kakaobecher? Horst, jeden Tag steht er da mit seiner verdammten Angel und sagt, ich will Rente. Ja, und was sagt Olaf Scholz? Nö. Das ist die Situation. Das ist die Situation.